Im September 1981 wird mit den Typen 380 SEC und 500 SEC eine Coupé-Variante der Baureihe 126 präsentiert. Zugleich tritt sie die Nachfolge der bisherigen SLC-Modelle an. Die neue Coupé-Generation basiert nun konzeptionell auf der S-Klasse-Limousine statt wie bislang auf einem SL-Modell. Lediglich der SL-typische horizontale Kühlergrill bleibt als optisches Relikt erhalten. Die ausgesprochen elegante und harmonische Formgebung findet von Anfang an großen Zuspruch. Bis heute sehen Liebhaber aus aller Welt im SEC-Coupé eines der schönsten Autos der Nachkriegszeit. Das Fahrwerk entspricht, bis auf Detailänderungen, den zugrunde liegenden Limousinen. Wie diese verfügt auch das Coupé über eine Doppelquerlenker-Vorderachse sowie eine Schräglenker-Hinterachse. An den Vorderrädern sind die SEC-Coupés erstmals mit Faustsattelscheibenbremsen ausgerüstet. Auch die Bodengruppe stammt prinzipiell von der Limousine, wird aber um 85 mm gekürzt. Unter der Haube kommen die aus den Limousinen- und SLC-Modellen bekannten V8-Motoren zum Einsatz. Im Rahmen des Mercedes-Benz Energiekonzepts zur Verbrauchs- und Schadstoffreduzierung werden sie gründlich überarbeitet. So kann der Kraftstoffverbrauch der SEC-Coupés im Vergleich zu ihren Vorgängertypen deutlich reduziert werden. An den Limousinen orientiert sich im Wesentlichen auch die Innenausstattung. Als zusätzliches Schmankerl für die Liebhaber komfortabler Technik fungieren elektrisch betätigte Gurtbringer, hier übrigens Teil der Serienausstattung. Die Karosserie der SEC-Coupés wurde nach neuesten Erkenntnissen der Sicherheitsforschung konstruiert. Die hier im Gegensatz zur Limousine fehlende B-Säule kompensiert eine verbesserte Dachrahmenstruktur sowie verstärkte A-Säulen. Vier Jahre nach ihrer Präsentation kommt den SEC-Coupés 1985 ein umfangreiches Modellpflegepaket zugute. Neben einem dezenten Facelifting steht vor allem die Umstrukturierung der Motorenpalette im Vordergrund. Neu im Programm ist ab sofort ein 4,2 Liter V8-Motor mit 245 PS. Eine echte Sensation ist aber das Topmodell. Der 560 SEC entwickelt aus 5 Litern Hubraum satte 272 PS. Ab 1986 gehört der Katalysator zur Serienausstattung bei den Benzinern sämtlicher Mercedes-Benz-Modelle. Außerdem wird die Serienausstattung der Coupés aufgewertet und die Optik geringfügig verändert. Tiefer herabgezogene Schürzen verbessern die Fahrstabilität bei hohem Tempo. Außerdem haben die neuen Modelle nun glattflächige Schutzleisten und neue Stoßfänger. Im September 1987 werden leistungsfähigere Varianten aller V8-Motoren eingeführt. Fast 10 Jahre nach Markteinführung der SEC-Coupés wird die Produktion eingestellt. Die Gesamtstückzahl von 74.060 gebauten Exemplaren verdeutlicht den exklusiven Charakter dieser S-Klasse-Coupés.